Ja, was haben wir denn noch zur Auswahl? Wen hatten wir denn noch nicht? Wir hatten, Devil, hast du ein neues? Du hast wieder kein neues, ne? Du Arsch. Nee, also ich bin im Moment noch ein bisschen so im Winterschlaf. Ich bin ja so ein Ja, aber was soll das? Du hast gerade 99 Videos. Du musst dir 100 Videos voll machen. Ja, stimmt. Und das wird auch passieren. Und komm, wir gucken den 3 Stunden 40 Livestream vom letzten Mal von dir. Ich glaube, das wird auch. Ah, stimmt. Quadinja hat ja eine Verlosung hier, der Geburtstagsspezial. Ja, stimmt. Da können wir mal reinschauen. Ja, Moment. Und die Hälfte der Leute nicht mitbekommen haben, wie sie das schreiben sollen. Ja, genau. genau, geil. Oh, ich glaube, sie war wieder einfach viel zu verwirrt. Und hat die anderen damit angesteckt. Zugehört oder so. Jemand schreibt es falsch rein, dann guckt der nächste rein. Oh, da ist der Hashtag. Einfach Copy und Paste. Den falschen Hashtag oder so. Hallo, Leute. Und. Bing! Das klingt hier schon wieder. Fällt mir hier der Bing! Ab. Bing! Ja, und zwar, was soll da melden? Das sage ich auch immer. Ja. Oh, ist das eine Hashtag Catch-Klitoris. Also nicht Quadinia, sondern. Also, schon gut. Ich wische jetzt nicht über die Kamera, aber ich sehe da oben, dass das irgendwie ein bisschen. Ja, aber gut. Oh Mann, ich! Das kann ich dir versprechen. hier, das mit über die Kamera wischen, wenn so es regnet und so. Das ist voll der Tick, Alter. Du wischst dir jedes Mal über die Kamera, weil du denkst, man sieht dann nichts, so, ne? Kev the Fox Reamer. Easy, Digga. Ich wünschte, ich hätte diesen Tick. Okay. Weil ich das Offroad-Material schon weggeschmissen habe, weil da Dreck auf der Linse war und ich da einfach mal eine Viertelstunde mit rumgefahren bin. Ja, ich habe mir das auch angewöhnt, weil halt ich so oft Material, dann war halt einfach scheiße, ne? Ich wollte ja eigentlich, dass es nicht viele mitkriegen oder kaum jemand mitkriegt, aber es haben ja nur noch einige mitbekommen. Lass mal kurz zuhören. Ich hatte gestern Portzeltag. Portzeltag? Fast 30 geworden und so. Was? Wie alt ist sie geworden? 30, 35. Was? Fast 30 geworden und so. Ach, fast 30. Ja, okay. Du darfst ja niemals das falsche Alter bei der Frau nennen. Weißt du, was dann gedacht, los ist? Gut, dadurch, dass sie auch einige mitbekommen haben. Darfst du nicht machen? Mach ich also, Leute, mal, oh Gottes Willen. Immer das Richtige sagen. Mach ich doch einfach mal ein Geburtstagsspecial. Zu leise, schreibt er. Und hab mir gedacht, ich schenke euch sie? Ein bisschen was. Ja, und ich denke mir immer so viel. Ja, sie. Also die Hügel hier sind aber auch übel ätzend. Ich fahr dann Schalter, wenn ich's muss. Bestimmt, Marvin, bestimmt. Es ist kalt, es ist nass. Beim nächsten Mal bestimmt. Ja. Und meine Brille. Ich muss ist gerade voller Wasser. Ja, und und hab mir halt gedacht, dass ich zum Geburtstag eine kleine Verlosung mache. Verlosung ist gut, top. Und ja, da ich auch nur das machen möchte, dass das Video nicht zu lang wird. Was gibt's denn zu verlosen? Ja, ich hab mich jetzt wieder 2 Wochen lang nicht gemeldet. Ich war den einen Tag mit Quad unterwegs. Oh, allerdings, Emmy, vielen Dank. Ich sehe nicht, ob jemand kommt oder nicht. Oder hier irgendwo Bild ist. Weil meine Brille geschlagen ist. Jetzt wische ich wahrscheinlich schon wieder viel zu oft über die Kamera. Oh mein Gott, es tut mir leid. die alte ist so geil. Deswegen musste ich sie damals auch unbedingt euch vorstellen, euch allen, ey. Ich habe das erste Video für ihn gesehen und habe mir, ey, die ist ja genauso verstrahlt wie ich, ey. Das ist so. Das ist eine Kopie von mir. Das ist ja, wirklich aber eine wirklich Kopie von mir. Das ist eine richtige Kopie, ey. Ey, krank. Bin ich gemeldet, ich war das eine Mal mit Quad unterwegs. Hab dann natürlich. Vor allem, wie sollte so sagen, ich auch nicht so oft über die Kamera. Mal wieder. Stell trotzdem immer rüber. Da, ja. Meine ich kenn das. Und dann war der Weg auch zu weit, um wieder. Oh Gott, jetzt weg. Ja, dann war der Weg auch zu weit, um wieder zurückzufahren. Und ich gesagt, gut, okay, dann verschiebst du es halt auf einen anderen Mal. Das habe ich dann auch getan. Und ah, Kev, okay, hast du bei dir was neu eingestellt hier mit dem Herz hier oder was? Was? Hast du hier mit dem Subscribe hier was neu eingestellt da oder was? Wie, was, wo? Ja, dich hat doch gerade einer subscribed da, ich habe das doch gesehen. Wo? Ja, subscribed? Der leuchtete ein Herzchen auf und dann stand da der Name drunter. Ja, das ist schon immer, aber mich abonnieren halt nicht so viele. das ist schon die ganze Zeit. Nein, das ist schon die ganze Zeit. Ah, hier macht er hier auf Herzchenboy, alles klar. Was für Herzchenboy?
Nein. Ja, nein. Toxic Time macht auch eine Verlosung und da gab es auch so ein bisschen. Nein. Also kein Stress, sondern nein. Eher so Frage-Antwort. Genau. Warum er denn Sticker von uns verlost, obwohl das gar nicht so geplant, also mit uns abgesprochen war. Aber hat sich alles geklärt, ist alles gut. Es war einfach nur so, hä, was geht jetzt ab, so, ne? Ja, ich auch. Da kommst du auch ein bisschen, so scheiße. Ein bisschen Verwirrung im ersten Moment, das stimmt. Ja, das war halt irgendwie. Erstmal so, hä, wie, und keine Ahnung. Und auch von den Kiesgruben-Junkies. Jetzt weiß ich, wo ich reingucken wollte. Kiesgruben-Junkies, Quadbär bestimmt auf jeden Fall. War dann auch in Geburtstagsvorbereitung. Und heute ist eigentlich auch nochmal Kaffee trinken angesagt. Ich mach das jetzt schnell vorher. Ja, zeitlich halt irgendwie alles ein bisschen scheiße, aber ich möchte mir jetzt die Zeit nehmen. Ich gesagt, bis wann die Verlosung läuft. Nee, stimmt, das hat sie nicht verplant, ey. Geil. Ja. Wenn ich jetzt hier gleich so ein kleines, ruhiges, trockenes, oh Gott, da zieht sich ja... Oh, das jetzt mal alles, ne? Oh mein Gott. Guck mal, man merkt bei ihr halt auch richtig heftig, dass sie einfach wirklich brabbelt und brabbelt und brabbelt. Und das habe ich aber auch das Problem. Und ich vergesse dann alles, was ich eigentlich Wichtiges sagen wollte. Du fährst dir so lang und so, oh, ein Eichhörnchen, oh, ein Baum, oh. Und das ist die gestört, so wirklich. Ich stelle mir auch so geil vor, wenn du dann so ein Vlog cuttest und nachher einfach merkst so, scheiße, das habe ich vergessen. Ey, ohne Witz, so oft, ey, dann war das so, dass ich das dann einfach so einfügen musste, dann nochmal extra so Ende dann und dann, weil ich es einfach vergessen habe, weil du bist dann da voll in Rage und solche Tage habe ich dann manchmal, ne? Im Flow drin, ne? Genau. Ja, naja. Aber das Krasse ist so, wie viele Themen überhaupt in einem Video manchmal vorkommen und man merkt es hinterher gar nicht, wie viele Themen man eigentlich besprochen hat, so, ne? Ja. Das ist das Krasse. Ja. Der Hauptgrund, weshalb ich nicht vlogge, ist, weil ich gar nicht wüsste, worüber ich rede. Das kommt. Das Problem, aber ich bin auch ich habe keinen Bock, irgendwie Themen durchzukauen, die schon auf 10 anderen Quadraten. Das Problem kenne ich, deswegen fällt mir im Moment auch nichts ein. Weil man irgendwie schon alles abgearbeitet hat und man will ja auch nicht irgendwie kopieren oder so, das ist halt immer ein bisschen blöd. Ja. Was halt am Anfang das Problem ist, wenn du anfängst mit Vlogs, wie gesagt, du nimmst dann deine Kamera, dann nimmst du dein Mikrofon, ja, und dann fährst du los und denkst dir so, ja, what the fuck, Digga, was mache ich jetzt? So, das ist hier übrigens mein Quatsch und wir fahren jetzt hier rum und die Sonne scheint. Keine Ahnung. Digga, du bist du denkst dir, was mache ich hier, Alter? Ist ja nicht so, als hätte ich das schon ausprobiert. Ich habe so einen billigen Crosshelm, da fliegt so viel Luft durch, plus meinen lauten Auspuff. Ich rede und rede und nachher höre ich mir das an und ich höre nur mein Quatsch. Genial. Und Naja. Ja, ich suche jetzt gleich noch ein oder schreibe hier, keine Angst, ich sag noch, was geht. Weil ich mir natürlich auch zeigen will, was ihr bin gespannt. Was ihr dafür machen müsst, ich habe mir gedacht, okay, diesmal mache ich das halt anders. Ich werde. Ich werde? Ich überlege gerade, wo es trocken ist, Mensch. Oh, wo ist es trocken, ja? Ich überlege gerade, wo es trocken ist. Nina! Nein. Bruder! Ey! Pass auf! Hört nochmal genau hin. Ja, manchmal brauchst du aber ein Thema. Hört nochmal genau hin. Ja. Warte. Mache ich das halt anders. Hört genau hin. Ich werde. Ich überlege gerade, wo es trocken ist, Mensch. Oh, ist aber rutschig. Ich überlege gerade, wo es trocken ist. Ich werde. Und das war die Seele. Ja. Eine Verlosung machen. Die ist so geil. Ein Hashtag. Jeder Sportfahrer denkt sich geil, dass die Straße erst natürlich ist. Ja, und derjenige, der das richtige Hashtag, was das heißt denn für Deutsch? Der den richtigen Hashtag schreibt. Hä, warte mal. Scheiße, hier ist irgendwie eine Trockenes. Also sie hat ein Hashtag versteckt oder mehrere? Nee, ein Hashtag. Ein Hashtag. Okay, ich hab's gerade so verstanden, dass sie mehrere und wir sollen dann wissen, welches das Richtige ist. Das dachte ich gerade. Okay. Ja, das ist immer abgefahren. Der den richtigen Hashtag schreibt. Sind aber auch ein bisschen gemein. Vielleicht. Nein. Nein. Das ist Liebe. Ja, genau. Das ist geil. Spezielle Liebe. So, Ruhe bitte, wir müssen hören. Ich spule nochmal kurz ein Stück zurück. Sie hat was geflüstert. Okay, Moment. Ist ja nicht so, dass es übelst anstrengend ist. Vielleicht. Es ist kalt, sagt er. Es ist kalt, okay, es ist kalt. Hier so unter Bäumen wäre das doch eigentlich ganz cool. Vor allem, der hat keine wasserdichten Klamotten an, Alter, das ist viel geiler. Easy. Ja, ich finde auch geil, dass sie trocknen trotzdem. Ruhe, Digga, ich höre sie nicht. Sorry. Ja, meine Haare sind dann auch nass. Ja, das ist echt schlimm. Wenn die Haare nass werden, ist vorbei, Digga. Haare, ja, das ist vorbei.
Fuck, ist das kalt. Warum mache ich das eigentlich? Ja, das frage ich mir auch immer. Ich weiß es doch nicht. Ja. Ups. Guckeli, guck, guck. Guckeli, guck, guck. Nee, und dachte mir dann halt... die ist so geil. Ja, dass ich... Also ich verstecke hier irgendwo... Hoffentlich hatte ich jetzt hier mein Handy nicht drin. Das ist so nass. Verstecke hier... Nein, verstecke jetzt irgendwo hier wieder einen Hashtag. Und ihr schreibt das aus. Bitte passt auf. Ich sag das gleich, ich werde einen kleinen Fehler einbauen. Ich werde diesen Hashtag mit Absicht etwas falsch schreiben, damit es auch nicht Sinn. So einfach wird. Und die kleinen Hashtag richtig schreiben, die sind quasi dann automatisch in der Verlosung mit drin. Gut. Genau, ihr Lieben. So. Und zwar. Habe ich bekommen, Zwicky? Schau mir einmal. Ich habe richtig die Gedanken zugemacht. Aber. Also. Ach, scheiße. Also, und zwar gibt es zu gewinnen. So. Gewinnen. Erst einmal. So, und zwar verlose ich natürlich meine Sticker. Ihre Dildo-Sticker. Ja, hier ihr Penis, genau. Das ist so geil, Digga. Was zu verlosen? Das ist so ein Penis. Tut mir leid, Leute, aber ja. Ja. Es sieht einfach original aus wie ein Penis. Ja, ohne Scheiß. Es ist nicht mehr normal. Wo sie mir den geschickt hat, oh, guck mal hier, die habe ich mir jetzt drucken lassen, sind schon bestellt. Ich sage, okay, cool. Aber ich feiere die, ich feiere die. Ja, die sind auch geil. Ja. Ah, Nibo, moin. Ey, hallo, Nibo. So, weiter geht's. So, alles gut. Dann habe ich noch zu verlosen die Aufkleber von Quadfahrer. Und zwar habe ich... hat Quatschert mir ein schönes Paket zurechtgemacht und hat mir da noch ein, zwei kleine Überraschungen vorbeigebracht. Ganz ehrlich, ganz großes, dickes Herz an quatschert.de. Ja, das stimmt, das stimmt. Also der unterstützt uns extrem, indem er uns so Gewinnspiele für euch bereitstellt. Kleinere und, YouTuber muss man dazu sagen. Genau, und wir unterstützen ihn natürlich auch in Form von Werbung, ist klar. Er macht das ja nicht, weil er Langeweile hat, sondern natürlich hat er auch ein gewisses Ziel damit, also quasi in die Quad-Szene Fuß zu fassen. Das ist aber auch vollkommen okay. Vollkommen. Ich habe mit dem Typen jetzt schon so oft privat geschrieben, der ist echt geil drauf und fährt auch selber Quad. Also da kann man echt bestellen, ohne da irgendwie Bedenken zu haben. Und ist auch wirklich für jeden was dabei. Und wegen Merch wird es da dann auch vielleicht irgendwann mal was geben. Das ist aber alles noch in den Sternen, ne? Ich sag mal, guck mal in den Chat. Genau, guck mal in den Chat. Also wirklich, die haben coole Sachen. Schaut da mal vorbei, weil, guck mal, Quadinia, wie viele Abonnenten haben die jetzt? 2000 oder so? Oder wie viel waren das? Nee, unter 2 noch. Unter 2. Unter 2000. Ein paar zerquetschte. Ja, also fast die 2K. Und ich sag euch ganz ehrlich, solche Gewinnspiele dann, die er dann manchmal raushaut, beziehungsweise auch bei mir jetzt, wo wir die T-Shirts verlost haben, das ist nicht selbstverständlich. Ja, und also klar, wir bekommen dafür nichts. Das ist halt quasi unsere Belohnung ist dann, dass wir euch dann glücklich machen. So, ne? Also ist schon geil. Hey, guck mal, Kevin. Quadinia, ja, passt ja. Jetzt müssen wir aufhören zu lästern. Richtig schönes Video. Das ist auch jetzt letzter. Schaut hin, ich werde euch den Link in die Beschreibung schicken und werde ihn euch auch jetzt natürlich sagen. Also www.quatschshirt.de, die sind auf Instagram zu finden. Wie gesagt, sie haben auch eine eigene Webseite. Ja, Preis-Leistung, das ist eigentlich echt top. Ich selber habe ein T-Shirt davon, ich habe diese Tasche davon und die Qualität ist wirklich der Wahnsinn. Also da kann man echt nicht meckern und ja. Was? Und wie gesagt, also es gibt. Was für eine Tasche? Was? Ja, sie hat eine Tasche, du nicht. Palaber nicht, ich will auch eine Tasche. Nee, kriegst du nicht. Und die Qualität ist wirklich der Wahnsinn. Oha, Digga. Also da kann man echt nicht meckern und diese Frau. Tüt, 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 tüt. TB, ja? TB. Ist hier quatschherz.de? Ja, ich wollte auch so einen Rucksack haben. Ach, die hast du schon losgeschickt. Ah ja, okay. Ja, nee, kein Problem. Wir haben dich auch gerade nur so ein bisschen erwähnt und so. Ja, alles klar. Morgen kommt er schon. Ah ja, alles klar. Oh, nice, super, Diggi, ja, nice. Super. Alles klar. Bis dann, wir schreiben nachher. Tschüss. So, alles geklärt. Hat auch schnell geklappt, Junge. So. Ja, er hat gerade schon losgeschickt, hat er gesagt. Cool, ja, sieht er, hat er, guckt er bestimmt mal. Ja, ja, also, ich denke mal. Diese Sticker zu gewinnen, Quadfahrer. Ja, wisst ihr, was ich gar nicht gemacht habe? Aber das ist das Mina. Psst, es wird lustig. Und bereitet sich gar nicht vor. Ich muss mal gucken,
wartet. Ich werde das Video jetzt wahrscheinlich schneiden, weil ich habe nämlich gar nicht gezählt, wie viel. Die ist so geil, Alter. Ich habe vorhin noch im Kopf gehabt, aber jetzt ist weg. Verdammte Max. Also, und zwar gibt es vier Quadfahrer. Es gibt. Ich habe hier drei Schlüsselanhänger. Auch das ist übrigens von quatschshirt.de. Ja, die Schlüsselanhänger sind auch geil. Da habe ich auch einen von. Ich habe mir aber schon einen weggepackt. Ich nicht. Hier einmal, ich habe aber den weißen noch, den Prototypen. Mädel. Und hier ist einmal das ist doch nicht peinlich, Quadinja. Also wenn Mädels nicht machen, Quadinja. Quadinja. Also da musst du jetzt durch. Ja, ja genau. Deine Art, die feiern wir halt einfach. Weil du bist halt so eine weibliche Kopie von mir und wer meine ersten Vlogs und so kennt, so, also die ersten, weiß genau, was ich meine und das ist auch gut so, weil das hört man sich gerne an, weil einfach so ein stumpfes Gerede, das will doch keiner sehen. Ja, und wenn guck mal, ich meine, wir können ja mal kurz zurückspulen, da sagst du irgendwie so, ja, das sind vier Quadfahrer und dann noch drei. So, pass auf, Moment. Das ist von quatschshirt.de. Moment. Die sind richtig nice. Ich habe meinen leider noch nicht dran. Ich habe mir aber schon weggepackt. Also hier ist schon zu weit. Moment. Warte. Quadfahrer. Ah, ja, hier. Und zwar. Hier, pass auf. Gibt es. Du bist völlig überfordert. Das ist aber voll gut. Quadfahrer. Aufkleber zu gewinnen? Ja, die auf jeden Fall. Es gibt. Psst. Sie gehen raus. Psst. Ich habe hier drei so eine Schlüsselanhänger. auch das ist übrigens von quatschshirt.de. Ja. Die sind richtig nice. Ich habe meinen leider noch nicht dran. Ich habe mir aber schon einen weggepackt. Also hier ist einmal ein quadfahrendes Mädel. Und hier ist einmal ein quadfahrender Boy. Ah, also gibt's auch als Mädel, das habe ich nicht. Und vielleicht auch in cool. Der Verlosung mit drin sein sollten. Hier kein Modell, aber sie wiegt natürlich weniger da. Als du. Ja, den Kommentar ist super. Wer hat das geschrieben? Also das da kommt aber nie. Ein Stück von wer hat das geschrieben? Wer hat mich zurückgezogen? Oh, zurückgezogen. Aha, okay. Alles klar, Bruder. Oh, hier Wasserkocher, egal. Sei einfach ehrlich, hau raus, Junge. Ja, nee. Kevo kann das ab. Warte. Ja, ich halte mich dezent zurück, ganz kurz. Wie, ganz kurz zurück? Du brauchst nicht zurückhalten. Du kannst auch gerne in Discord kommen, wenn du möchtest. Ja, genau. Das ist noch viel lustiger. Ja, Quadinja, let's go. Oder ist sie etwa gerade auf der Arbeit und guckt jetzt... Das würde sie auf der Arbeit doch niemals tun. Hallo? Ja, ich hab hallo. Gestern schon. Ja, was kriegst du denn nicht hin? Ah, okay. Na, keine Ahnung, ich komme in diesem Fall nicht. Also, du warst doch eben in Discord. Ja, wir sind zu zweit. Genau. Auf welche von unserer Gruppe noch kommen, weiß ich nicht. Da bin ich doch immer noch drin, oder nicht? Nee, du bist nicht mehr im Discord selber drin. Ah, jetzt bist du drin. So, und jetzt hast du auf der linken Seite die ganzen Channels. Willkommenshalle, ja. Regeln, Events, bla bla bla. So, da klickst du jetzt irgendwo drauf. Egal wo. Warte mal, ich hab hier 1000 Stimmen, so. Ach, ja. Ich mach das hier mit dem Handy, ja, das willst du ja. Ist das hier auf der linken Seite? Ja, da müssten solche Channels jetzt sein. Ja, Chillraum habe ich hier und sowas. Ja, klick darauf. Na ja, gut, dann klick da jetzt mal rein. Ja, bist du drin? So, warte. So. Ja. Warte. Chillraum 1. Raum 1? Da, ich hab dich. Moment. Oh, ich muss dich. Ah, ist das. Jetzt hast du mich rausgeschmissen. Nein, warte. Na gut. Ich kann dich nicht komplett hochziehen. So, bis gleich. Oh, warte mal, ich höre ja. Euch. Kannst du auch reden? Ja, weiß ich nicht, kann ich reden? Ja. Ja, jetzt bist du drin. Geil. So, hallo. So, Quadinja hat's geschafft. Hey! Hört man. Hallo. Sehr gut, funktioniert doch. Schön, dich auch mal kennenzulernen. Wir hatten ja noch nicht das Vergnügen. Nichts. Hallo! Käfer, der war so klar. So, und jetzt schicke ich dir eine Nachricht, da klickst du raus. Ah, nee, du bist ja mit Handy drin, ne?
Egal, dann guck einfach den Stream in. Ja, so wie ich immer mit Handy. So, wir gucken jetzt das Video weiter. Jetzt geht's los. Ja, hier. Genau, jetzt aber los, gib Gas. Warte, ich muss mal kurz. So. Danke an Citrix für dein Abo. Ja, läuft, Digi. Ja, ey, die Abo-Zahlen hier momentan ist echt cool von den Leuten. Wahnsinn. Ja. Ihr seid Gönner. So, Moment, wir sind ja am Start. Ja, so, Video geht weiter. Watch Together. Genau. Mhm, genau. Willst du da auch gucken? Ja. Okay, Moment. bitte speicher den Stream, schreibt Walter Koch HD. Ja, von mir aus, den kann ich ja mal online lassen. So. Ja, der ist auch zu witzig. Moment, so, Jet Volley. Da musst du die Stellen aber unter dem Video in der Infobox nochmal markieren, bitte. So, hab ich dir geschickt, Digi? So. Hast du bekommen? Links sind gruselig. Was? Ja, das ist auch einfach okay drücken. wo hast du mir den geschickt? Als Privatnachricht. Aber das hört sich gerade schon gut an. Die Nachricht hatte ich auch. Okay. Aber wie gesagt, nicht wunderbar im Laden. So. Join the room, du bist jetzt drin, ne? Ja, warte, wir müssen dann einfach nochmal so das Video einfach neu starten, glaube ich. Weil sonst synchronisiert das nicht. Moment. Aber diesmal heißt das hier wirklich für alle Join, ey. Kann man das von vorne angucken? Passiert jetzt bei dir irgendwas? Ja, ich sehe den Schuh. Okay, sehr gut. Sehr gut, so. Jetzt geht's weiter. Alle Ruhe, weil wir müssen ja real bleiben. Wir dürfen jetzt nicht mehr lachen. Genau. Weil Nina ist ja jetzt da. Ja, bitte Ruhe. Okay. Also wenn wir nicht mitmachen so, und vielleicht auch in der Verlosung mit drin sein sollten, dann bekommt die natürlich das. Wenn keine Mädels mitmachen, dann weiß ich auch nicht. Also 3 Stück davon, 4 Stück von Quadfahrer und ich will diesen scheiß Rucksack. Das ist schon wieder überhaupt keine Ordnung. Ja. Also ich merke das schon. Der hat sehr gut. Ja, ist cool. Müsste ich alles in derselben Farbe haben, weil das ist halt langweilig. Und schnell beantwortet. Es gibt, ich verlose, weil es so schön ist. Den Rucksack. 5 von meinem. Ja, keine Ahnung, dann noch ein Schlüsselanhänger dazu. Und Servus, Andreas. Naja. Warum sagst du das eigentlich? Guck mal, jetzt überlegt sie. Diese Sprache gehört doch, oder? Hört doch auf, Mensch. Scheiße, warum bin ich so spontan? Es tut mir leid, dass ich mir vorher keinen Kopf gemacht habe. Aber genau dasselbe passiert mir auch jedes Mal. Du denkst dir so, okay, alles klar, ich mach die Verlosung so oder halt irgendwie, zack, alles klar. Dann fährst du los und dann so, ja, moin Leute, was geht, Digga? Machen tun, hast du nicht gesehen. Und hier Verlosung und ja, und ihr schreibt jetzt einen Hashtag Kevo Connor. So, und mit diesem Hashtag könnt ihr dann gewinnen. Und dann lose ich unter allen. Oh nee, das ist ja auch blöd, warte mal. Dann machen wir es so. Dann schreibt ihr Witze hin. So, dann, du weißt gar nicht mehr genau, was du machen wolltest. Und bist dann die ganze Zeit irgendwie am Hin- und Herschwanken, weil dir einfach nur denkst, du musst die Scheiße jetzt irgendwie retten. Auch geil, wie sie nochmal im Text jetzt reingeschrieben hat. Ja, eigentlich hatte ich eine ganz andere Idee, aber ich mich da nochmal umentschieden. Ja, ja. Gut, weiter geht's. Ich mach das anders, ich hab voll die geile Idee. Ich werde das alles nach Zufallsprinzip machen und so, die ersten 3 Gewinner. Ach ja, die also, vergesst das andere. Die ersten 3 Gewinner würden einen. vergesst das andere. Anhänger bekommen, einen Quadfahrer, Aufkleber und einen Aufkleber von mir. Genau. Die zweiten, also die ersten 3, dann der 4. Gewinner. weil ich muss das halt irgendwie teilen, weil ich halt diese ungeraden Dings habe. Der 4. Gewinner würde einen Quadfahrer-Sticker und einen Sticker von mir bekommen. Vibrator ausmachen. Ja. Und der 5. Gewinner würde einen Sticker von mir bekommen. Also wir machen 5. 5 Gewinner. Also jetzt doch 5, genau. Okay. So machen wir das. Ist okay. Leute, die geil losen können. Sticker. Oh, Nina. Ich bin immer so für die Fernsachen, aber ich glaube, bei Verlosung kann man halt einfach gar nicht fair bleiben. Weiß ich doch auch nicht, kann man was dafür, so, weil du einfach so bist. Genau. Ja. Also die ersten 3. Oh, Dom ist wieder da. Willkommen zurück. Werden, die Geburtstagsfeier schränkt immer noch. Der 4. bekommt 2 Sachen und der 5. bekommt 1 Sache. Stimmt allerdings, und ich habe noch ganz viel Bubble Dentus. So machen wir das. Schlaf, also wie gesagt, schön, der Hashtag kommt irgendwann irgendwo hierher. Ich weiß auch noch nicht, was es ist. Also ich werde es euch natürlich auch nicht sagen, weil das müsst ihr ja selber gucken. Und dann einfach rein damit in die Kommentare schmeißen. Denkt dran, dass er richtig geschrieben ist.
Sonst zähle ich ihn leider nicht mit. Schreiben. Und ja, und dann seid ihr auch schon dabei und dann werde ich euch blasen. Was, blasen? Was? Nochmal, ich hab's nicht verstanden. Warte mal, nochmal zurück. Hast du es gerade wirklich gesagt? Ruhe. Sonst zähle ich ihn leider nicht. Ruhe! Und ja, und dann seid ihr auch schon dabei. Ruhe! Oh Mann, jetzt hab ich's wieder nicht verstanden. Ich verstehe die ganze Zeit blasen. Ja. Ruhe! So machen wir das. Also wie gesagt, der Hashtag kommt irgendwann irgendwo hierher. Ich weiß auch noch nicht, was es ist. Also ich werde es euch natürlich auch nicht sagen, weil das müsst ihr ja selber gucken. Und dann einfach rein damit in die Kommentare schmeißen. Denkt dran, dass er richtig geschrieben ist. Sonst zähle ich ihn leider nicht mit. Und ja, und dann seid ihr auch schon dabei und dann werde ich euch blosen. Blosen, Digga! Bruder, Nina! Das wird jetzt zu hart hier. Dann werde ich euch blosen! Digga, der war nicht schlecht. Blosen, ich hab's jetzt auch verstanden, aber man kann auch denken, blosen. Ne? Also. Oh, oh, okay. Okay. Gut ausgedrückt. Sagen wir mal so. Sehr schön. Wir machen weiter. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn das hier? Oh nein, ey. Ich werde jetzt das ein Foto machen. Der fühlt sich direkt angesprochen. Ich hab euch noch was zu verkünden. Aber das machen wir gleich. Bis gleich, Leute. Oh. Oh, du bist so geil. Oh, ich will mich hier diskriminieren. Der regnet so im Nacken rein. Alles gut. Oh, ich will das nicht. So kennen wir dich. So kennen wir dich. Ruhe, Digga, der Vlog ist der Hammer. Ich hab das falsch umgedrückt. Naja, so geht's aber auch. So. Jetzt hab ich gerade mal ein paar Fotos gemacht, jetzt werde ich mich aber auch wieder auf den Weg zurück machen. Weil es ist wirklich schweinisch kalt. Achso. Sag mal, Nina. Ja, bitte? Hast du eigentlich noch eine trockene Stelle gefunden, oder? Okay. Das sieht man doch. Ja, okay. Ja, ey, da muss ich auch echt lachen, ey. Das war echt gut. Gut, weiter. Auf dem Vorderreifen. Von nein, aus. Anzeige ist raus. Man muss improvisieren. Das ist kein Mobbing. Das ist bei mir normal, wenn ich ein Video aufnehme. Der Enduro-Reifen war trocken. Wenn ich ein Video aufnehme, dann... Guck mal, ihr müsst mal so überlegen. Bei einem Menschen, den man nicht mag, den ignoriert man ja oder lässt ihn einfach, ja, scheiß auf ihn. Aber zum Beispiel in einer Familie ist es so, dass du auch über deinen Bruder oder deine Schwester ihn einfach immer fertig machst. Ja. Du machst ihn einfach immer fertig. Das ja? Stimmt. Und so ist es halt unter uns auch. Wir machen uns halt gegenseitig so ein bisschen fertig. Das ist fertig. Wasserkocher, der Kommentar auch wieder. Ja. Cybermobbing, Digga. Oh, Wasserkocher, Alter. Nina war komplett fett. Ich bin komplett kein Tier. Wow, Nina war komplett fett, der ist gut. Oh. Möchte ich das? So, weiter. Jetzt müsst ihr ernst bleiben, Leute, hier. Ja, jetzt aber wirklich, reiß euch zusammen. Die Ideen kommen dann halt immer sehr schon in eine Schnupper und Ruhe jetzt. Die Idee ist da. Digga, warum fährst du nicht durch den Graben, Alter? Ja, und dann habe ich natürlich auch was. Okay, der ist wirklich tief. Hab ich mir aber auch gedacht. Ist doch am 6. Dezember Nikolaus. Der Baden-Württemberg. Und ich werde natürlich nicht sagen, was ich davor habe. Ich sehe nichts. Verdammte Scheiße. Ey, mir ist gestern eins begegnet. Ihr werdet lachen, das war nicht witzig. Echt? Ja, so ein scheiß Überläufer. Auf jeden Fall. Der mit der Enduro? Ja, das ist doch ein Überraschungsvideo. Und ja, was dann ist, werdet ihr sehen. Oh, ich bin gut davon. Dass ihr Bescheid wisst, also wir sehen uns dann am 6. Käsekuchen. Wieder und bis dahin. Okay, also. Bang, Moment, moin! Also, man muss das jetzt wirklich genau so schreiben: Käsekuchen. Nina? Du musst das so schreiben, wie ein Norddeutscher das ausspricht. Na, pass auf. Ich hab das in Scheiße erklärt. Also, ich nehme alle in den Lostopf, sonst ist es unfair. Ja, wie willst du das machen? Ja, weiß ich auch noch nicht. Warte mal, Käse. Quadinja, das Video wurde schon mal ohne dich geschaut. Wenn ich Nikolaus wäre, dann müsste Connor Devil auf einer Häschenfarm 20 Stunden Hartendienst leisten. Was? 20 Stunden reichen. 20 Stunden reichen. Alter. Oh, Scheiße, ey. Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott. Was haben wir getan? Ja, nein, mehr als gut. Also, wir gucken jetzt noch die letzten paar Minuten hier. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt es nicht so regnerisch wie ich. Oh, die Zuschauerzahlen gehen gerade massiv hoch. Ich werde mich jetzt trocken machen zu Hause und dann geht's weiter. Zum Kuchen essen. Macht's Kuchen gut, essen. Leute. Bis bald. Oh.
Ja, dann werde ich euch mal belosen, ne? Ja, dann blöse ich euch jetzt mal ein. Da könntest du auch einen Sticker von machen. Ja, die belosen. Ja. Also, was geht jetzt hier ab? Achso, das fängt von vorne an. So, okay, Nina, war ein sehr bester schönes Video. Hat mich wirklich zum Lachen gebracht. Bester Livestream. Oder nicht? War doch wirklich ein gutes Video von ihr. Das war ein richtig geiles Video. Natürlich, war total das. Witzig. Ja, definitiv. War danach klitschnass. Aber sonst war gut. Oh Gott, das hast du jetzt auch wirklich so gesagt. Ganz ehrlich, wenn ich eine Frau wäre, ne, ich würde so oft sexuelle Anspielungen machen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich würde, wenn ich eine Frau wäre, würde ich auch immer solche Vlogs machen, so, na, ihr Süßen? Habt ihr Bock? Ich wäre so richtig, jede Feministin, die würde mich hassen. Wirklich, die würde mich hassen.